Ja, meine Freunde, wir sind wieder weg mit einem neuen Commentary. Heute haben wir das Thema Call of Duty 2017. Und ja, ich habe da noch mein Wörtchen mitzureden, ne? Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Alle feiern es ja zu Tode und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze ja, das ganze Prozedere quasi. Ich bin da anderer Meinung, ehrlich gesagt. Und zwar, ja, es wurde jetzt quasi geleakt. Ich weiß jetzt nicht, ob die ganzen Sachen echt sind. Das kann man halt im Endeffekt nicht beurteilen, so. Weil noch ist das Spiel nicht draußen, noch haben die Entwickler nichts dazu gesagt und so weiter und so fort. Das sind halt immer noch Leaks und Gerüchte quasi auf der Street, meine Freunde. Ja. Das ist natürlich alles noch in den Sternen, ob das jetzt wirklich war, ob es jetzt World War II ist oder sowas. Ich weiß nicht, also ich kann damit nicht viel anfangen. Auf jeden Fall im Background seht ihr eine HVR-Nuklear. Fand ich ganz cool. Ist jetzt nichts Krankes oder so, nichts Schnelles oder so, aber ich denke mal, das sollte ganz gut passen, weil die Waffe ja relativ neu ist und so weiter und so fort. Ich habe das Missionsteam jetzt endlich auf Level 45 und kann die Waffe dementsprechend dann quasi ausrüsten und damit spielen. Das ist natürlich ganz nice auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall im Hintergrund einfach eine normale Atomizer TDM, nichts Besonderes, nichts Schnelles, ganz normales Ding, einfach nur entspannt, dass ich ein bisschen labern kann für euch und so. Ja, auf jeden Fall sollte passen. Ich hoffe, euch gefällt das Gameplay Background. Ich erzähl jetzt mal weiter. So, es wurde ja quasi offengelegt, dass das Spiel auf jeden Fall Boots on the Ground sein wird. Das ist ja klar, das habe ich ja schon mal im Commentary erwähnt. Das sollte auch jedem klar sein, das sagt ja jeder YouTuber und so weiter, wurde auch bestätigt. Das ist aber nicht das Ding. Und zwar, ich finde, dass, wenn jetzt quasi das Szenario World War II sein wird, finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt, weil, pass auf, die meisten Leute, die momentan COD spielen, kommen erst so von, so sind erst seit 2-3 Jahren dabei, also die ganze neue Kundschaft quasi, die ganze COD-Zukunft quasi, wovon ich schon im Video geredet habe, da in dem COD-Zukunft, bla bla. Ja, und die Leute kennen halt nichts anderes und so weiter und so fort und die sind halt mehr diese Schnelle gewohnt und so weiter. Ich meine, die können gerne ein Boots on the Ground Spiel machen, es muss ja nicht direkt sein, dass es jetzt irgendwie langsames Automaten, weil es Boots on the Ground ist und kein Boost-Jumpen mehr ist, sondern ich finde einfach, ein COD sollte schnell sein, in der heutigen Zeit auf jeden Fall. Die Streaks sollten ballern und so weiter und so fort. Und ich kann mir das ehrlich gesagt nicht ansatzweise gut vorstellen in einem Zweiten Weltkriegsspiel. Auf jeden Fall guckt euch mal die Szene an, 3 von Nuke. Hat er mich fast geholt, der Wichser. auf jeden Fall, ja. Wobei ich denke, genau. Ich kann mir das halt echt nicht vorstellen, dass im Zweiten Weltkrieg die Streaks und so weiter ballern werden und so weiter. Klar, es gibt bestimmt eine Atombombe, gab es damals ja auch. Es gibt bestimmt so eine Art Blitzschlag oder so, der gut scheppern könnte. Es gibt bestimmt Flugzeuge, die da über die Map fliegen, sowas in der A-230 oder so, aus MW2, MW3, die Leute kennst du vielleicht noch. Und ja, das ist halt so eine Sache, ne? Da kann man halt wirklich nicht so gut beurteilen jetzt. Man kann quasi schon sagen, es gibt bestimmt einige Streaks, die reinscheppern könnten, aber sind wir mal ehrlich, also ich für meinen Teil kann mir nicht vorstellen, dass so ein altes COD Sinn machen würde, also in dem Szenario quasi. Am besten wäre es einfach mal, es kann ja ruhig futuristisch sein, alles klar, futuristisch sein, sowas wie in einer Art wie Black Ops 2. Black Ops 2 war eines der erfolgreichsten CODs und der meistgehyptesten CODs überhaupt und es war auch Zukunft im Endeffekt und trotzdem hat es jeder gefeiert. Ich meine, am Anfang, wo der Trailer rauskam, hat es auch nicht jeder gefeiert, weil die dachten sich so, oh mein Gott, da fliegen Sachen rum, da ist hier und da und bla bla, ne, und die Maps sehen komisch aus, weil es alles Zukunft ist und so weiter. Aber seht jetzt, es sind durch dieses COD viele bekannte YouTuber jetzt quasi geboren, kann man das quasi sagen, ja. Ja, und das ist halt so eine Sache, ne. Also ich weiß nicht, jeder sieht das anders, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, ich kann das nicht so krass beurteilen. Also klar, die meisten sagen ja, oh geil, wieder Boots on the Ground und so weiter. Klar, das freut jeden. Mich freut es auch, Boots on the Ground endlich wieder zu haben, ne. Aber ich kann halt auch sagen, dass ich die andere Seite genauso feiere, also die Boost Jump Games und so weiter. Und kann mich da jetzt auch nicht beschweren. Ich finde, die Spiele sind alle auch gut. Ich meine, IW ist auch ein sehr gutes Spiel mittlerweile jetzt geworden. Durch die ganzen Bugfixes und so weiter und die ganzen Updates, was da jetzt alles rausgekommen ist, kann man sich wirklich nicht beschweren, meiner Meinung nach. Aber naja, das ist halt wirklich eine Ansichtssache und so weiter. Ich kann mir das auch nicht vorstellen irgendwie. Also am besten, also meine Prediction wäre für ein geiles COD quasi so ein gemischtes Ding. So, also es sollte schon schneller sein, so eine Art MW3 mit Spezialistenbonus von der Schnelligkeit, vom Laufen und so weiter. Man sollte auf jeden Fall, am besten wäre natürlich durchgängig sprinten können, beim Sprinten nachladen. Am besten wäre noch sliden, dann wäre man richtig schnell unterwegs, das wäre natürlich cool so. Dann, die Waffen sollten auf jeden Fall sehr ausgeglichen sein, weil ich habe keinen Bock wieder sowas wie bei IW jetzt, also am Anfang zum Beispiel oder jetzt momentan immer noch, dass halt die Waffen mehr so AR-lastig sind und LMGs sind absolut krank overpowered, die droppen mit 3 Kugeln. Das sind halt, zum Beispiel jetzt nehmen wir mal die Raw, die droppt mit 3 Kugeln, das ist eine Laserwaffe, dann haben wir die Type 2, die droppt mit 5 Kugeln, aber hat natürlich eine schnellere Feuerrate, das ist auch eine Energiewaffe und ich weiß nicht, das ist so unausgeglichen, weißt du, ich meine, und das kann einfach nicht sein. Ja, passiert, ne? Auf jeden Fall, ja, das war's quasi mit dem Commentary eigentlich an sich. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal beim Clan-Kanal vorbeischauen. Ich werde euch alles in die Beschreibung packen. Ich habe da auch mein Commentary hochgeladen. Gestern müsste das gewesen sein. Ich werde das Video wahrscheinlich am 28. hochladen, also für euch dann heute. Für mich ist das dann quasi gestern für euch so.
Ich rede wieder Stuss, meine Freunde, ja. Ja, auf jeden Fall, die Atomizer ist am Stissel, Leute. Relativ schnell sogar erreicht, wie ich gerade sehe. Ich weiß gar nicht, 2 Minuten, 2,5 oder so. Ja, auf Ventilation sieht man auch nicht so relativ, nicht ganz so oft eigentlich an sich. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann empfehlt mich euren Freunden weiter. Wenn ihr natürlich Bock habt, ist natürlich keine Pflichtsache oder so weiter. Lasst eine Bewertung da, schreibt mir einen Kommentar, ob, was ich noch verbessern könnte und so weiter. Ich bin gerade echt noch in meiner Findungsphase, was das Kommentieren und so weiter angeht. Und habe natürlich richtig Bock, weiter zu durchzuziehen. Und ja.